Was? Raus und wieder rein. Jo. Und wieder rein. Und was macht Frisches? Er schläft jetzt. Okay. Hat er morgen frei? Nein. Oh, Frisches? ey. Frei? Morgen? In der Woche? Ja, aber wenn er jetzt pennt, wie will er denn dann die Nacht pennen? Der arbeitet zurzeit so viel, dass er relativ viel Schlaf gebrauchen kann. Ah, okay, gut. Also, ja. Ja, weiß auch nicht böse gemeint, aber nur eine Frage. Nee, alles gut, alles gut. So. Also, wo hattest du jetzt deine Aufgabe? Was hier irgendwo in der Nähe ist? Ja, das war so. ja, in der Nähe, ja, hier findet die Metalbühne in Wasserau. Sucht nach der Odo-Pfeife, Okay, die spricht mit Odo-Pfeife Bürgermeister. müsste hier irgendwo sein. Welche Birne? Finden du es fest? Jörg im Ich könnte Augenblick. jetzt was sagen, aber Nein. ich hab hier diesen Ring, aber wenn ich mich nähere, ist er ja wieder weg. Verstehe vielleicht eine Ahnung, wenn du so ist. Komm ich gerade nicht ganz so. Also wie Ja, gesagt, komm, ich fress mal eine Wurst. Ich fress mal eine Wurst. irgendwo hier. Das hat mit diesem komischen Versteckspiel zu tun, was wir hier mal gemacht hatten. Ach, ich erinnere mich. Das war scheiße. Ja, weil sie super versteckt waren. Nicht. Selbst das kriegen sie nicht hin. Ich sag hier echt eine Bombe rein und alles wegbremsen, ey. Bäm. Beste. So, hier ist Polo. Polo. Ich hänge hier fest. Seid Ja, da habe gegrüßt. ich dieses fertige Symbol, glaube ich, drüber. Odo Pfeife kennt die Ah, besten ne. Verstecke im Auenland. Er ist sogar Oder. besser als Ja, ich, genau. wie vorher sich versteckt hat. Aber ich weiß, dass er eine Weile nördlich von hier im Adler und Kind Fässer gestapelt hat. Im Adler und Kind, okay. Da könnte es sein. Und was hat die andere zu sagen? Die andere war noch mal hier hinten. Weil die Quest haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile. Das stimmt. Als Info, die Questreihe zu Bingo Boffin geht, glaube ich, bis zu Level 93 oder so. War damals als Wochenevent. Jede Woche wurde eine weitere Strecke veröffentlicht. Mittlerweile ist sie abgeschlossen und am Stück machbar. Gott, Okay, mach keinen Scheiß. ich habe mich Nee, echt das mag ich gefragt. nicht. Ich habe mich echt gefragt, wie lange die geht, weil als ich um Bree herum war, da war ja Bingo Boffin auch noch mit dabei. Und ich habe mich echt gefragt, wie lange das da noch Guten geht. Tag. Wieso musstest du ihr das sagen? Weißt du, was ich jetzt durchleiden muss? Könnt ihr auch gerne auf Baumazon oder was, wenn ihr nach Odo-Pfeife ausschreitet, ihr am besten nach oben schauen. Also irgendwo nach oben schauen. Ich weiß nicht, ob wir genau hier. Wir gucken einfach mal. Ja. Ich meine, das muss ja auch irgendwo. Hey, Sie, können Sie mich retten? Ich hau einfach ab. Udo Pfeife. Udo Pfeife. Ist halt echt eine gute Frage, wo dieser Typ sich versteckt hat. Er will halt nicht gefunden werden. Kann ich verstehen, vielleicht will er auswandern. Raus aus dem Auenland. So wie Bingo Boffin. Scheiß auf Bingo Boffin, ey, ehrlich. Ah, Kriegt ich mein habe Udo Schwert Pfeife gefunden. in die Schnauze und Jut ist. Wo ist er denn? Hier oben. Ja, oben schauen und auf dem Ga beim Gasthaus. Ach da. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ah, ja. So, und jetzt mit Rollo reden. Hm.
Warum schießt mich nicht? Stell dich doch nicht so an, ey. Ich stell mich nicht an. Wie ist an, das werte Befinden? Ey, sag mal, wichtige Aufgaben. Wichtig. Super, jetzt habe ich irgendwelche wichtig, Schuhe ja? bekommen. Die schon irgendein Hobbit darin steckt, der mit seinen Quadratlatschen, ey. Okay. Wir müssen gleich mal irgendwie einen Händler aufsuchen. Ich muss mal ein paar Sachen verkaufen, ey. Aha. Händler. Ja, muss nicht jetzt sein. Muss nicht jetzt sein. Ja, ich guck trotzdem mal. Weil ich habe selber gerade keine. Ich weiß ja nicht, wie es in deinem Inventory aussieht. Boah. Scheiße. Also genauso gut. Also ich habe noch Platz, davon mal ganz abgesehen, aber. Das ist jetzt auch nicht so berauschend. Warte mal. Gasthaus Adler und Kien. Adler. Le Adler. Den Laden durchstöbern. Hier kannst du verkaufen. Was darf ich an diesem wundervollen Tag für euch tun? Den Laden durchstöbern. Das können wir einmal verkaufen. Was darf ich an diesem wundervollen Tag? Sag mal, wo ist der Tag denn wunderschön? Nee, er erfreut sich halt an den kleinen Dingen des Lebens. Nicht so wie du. Der nur am Meckern ist. Siehst du, das sind die kleinen Dinge des Lebens, die mich erfreuen. Meckern? Ja. Einfach unzufrieden sein. Beste Bogi? Ja, merke ich schon. So. Dreck kaufen, schmutzige Flügel, schmutzige Ohren. Das heißt, die zerbrochenen Durchgehen weg. Schmutzige Ohren brauche ich noch. Matte Schnäbel brauche ich nicht mehr, ne? Nee. Das fragst du mich. Nee, das war keine Frage an dich, das war. Ach so, okay. Eine also, Feststellung. Okay. Ja, geht auch. Kann man machen. Das ist die Feststellungs-Eidaria. Hey, former Eisenhand von irgendwas. Hallo? Unfreundlicher Mensch. Der Streitkolben kann ich auch noch mal weg. So. Vor allem, warum bewegen sich hier um so Umhänge? Ist hier so viel Wind? Ja. Ist nicht mal ein Fenster? Ja, aber. Ne? Aber? Der unsichtbare Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Genau. Du hast doch auch nicht mal auf der Pfanne, ehrlich. Wo bist du denn schon wieder jetzt hin hier? Hey, ich steh doch hier. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Dann mach die Augen auf. So, Mutti, kommst du jetzt oder soll ich den Rollator erst scharf machen? Ich bin zwar alt, aber noch nicht so alt. Jetzt hängt die Alte sich wieder ein ey. Hä? Was? Ja, jetzt hängst du dir erstmal in der Kneipe. Du hängst dir in der Kneipe einen Nee. Ein Umhängen. Trinken, saufen, bicheln. Michelbinger. Also, keine Ahnung. Das tue ich in echt jetzt schon. Ja, und auch noch im Spiel. Du kriegst doch nie den Hals voll, ey, ehrlich. Gut, also, dann gehen wir einmal nach Wegscheid, ne? Und machen mit Bingo Boffin weiter. Ja, klar, ich freue mich. Ja, das ist jetzt als nächstes. Hier haben wir, glaube ich, alles fertig soweit. Oh, hallo, können Sie mich retten? Hört mir zu. Aber es wird auf jeden Fall schon bald dunkel. Ist das nicht schön? Das heißt, wir können weiter an eine Quest weitermachen. Ich wundere das wohl so, wie lange hier so ein Tag eigentlich dauert, ey. Verdammt lange. Ist das Echtzeit? Nein. Ich meine nicht. Ich meine, das ist nicht Echtzeit. Es geht zwar verdammt lange, aber es ist keine Echtzeit, meine ich. Ja, Gott sei Dank. Obwohl so langsam dämmert es. Ja, was haben wir? Wir haben es jetzt gleich 20:02 Uhr. Also sagen wir es mal so, ich hatte es mitten in der Nacht schon mal gespielt und da war es Tag in diesem Spiel.
Also. Dann ist es keine Echtzeit. Dann ist es keine Echtzeit. Wie gesagt, es vergeht echt zwar langsam, aber so langsam dann doch nicht. Ja, gut, hätte ja sein können. Aber ich glaube, das macht man nicht, ne? Das wäre echt dumm. Ja. Es sei denn, man hat wirklich sehr, sehr viel Langeweile. Mal gut, es gibt ja schon Leute, die leben in ihren Spielen. Ja. Also, ja. Wir haben da ihre zweite Heimat aufgebaut. Für die ist das dann vielleicht sinnvoll, wenn man ein Spiel hat, was wirklich 24 Stunden in Echtzeit hat. Ich weiß nicht, gibt es so ein Spiel überhaupt? 24 Stunden in Echtzeit? Also ich wüsste es jetzt nicht. Ich meine, damals, wo Pokémon Silber rauskam, das hatte eine Uhr drin. Das war tatsächlich, also, das war in Echtzeit. Okay. Nicht geiles schlecht. Geiles Feature. So wie das hier mit Bingo. Ich vergleiche das nicht, ja? Mach mal eine Kindheit nicht kaputt. Ich glaube, ich habe etwas vergessen. Ich habe die letzten paar Minuten versucht herauszufinden, was mir fehlt. Und ich glaube, ich weiß es jetzt endlich. Mein Spazierstock. Ich habe ihn an der Außenwand meiner Hobbit-Tür gelehnt und ihn nicht mitgenommen, als wir aufbrachten. Könnt ihr wohl zu meiner Höhle zurücklaufen? Um meinen Spazierstock holen. Ich dachte, es wäre leicht zu gehen. Es wäre auch leicht. Und es war auch leicht. Es war leicht, ohne meinen Spazierstock zu gehen. Aber ich vermisse ihn schon und schaffe es nicht mehr lange ohne ihn. Hörst du mal auf damit? Ich werde weiter. Ist das sein fucking Ernst? Wie ist er dann denn hier hingekommen, wenn er seinen Stock vergessen hat und nicht lange laufen kann? Ich werde weiter nach Wasserohr reisen, während ihr meinen Spazierstock holt, damit es zu keiner allzu großen Verzögerung kommt. Wir treffen uns in Kürze im Zentrum von Wasserohr. So, Chris einfach auch einen. Ich kenne dich doch nicht, aber Chris trotzdem eine. So. Du kannst was ja doch denn? Nicht einfach irgendwelche wildfremden Leute eine Ohrfeige verteilen, nur weil du schlecht drauf bist. Ich bin nicht schlecht drauf, das ist nicht klar. Ich bin eigentlich sehr gut drauf. Vor allem während des Lesens habe ich schon gemerkt, oh Scheiße, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ja, worauf läuft es denn hier nicht hin? Wir müssen doch Ehrlist machen. Und jetzt gleich bringen wir dem Opa seinen Glücksstock und er läuft trotzdem nicht. Das ist ja das Problem. Ich kenne das Ende der Geschichte schon. Naja, das Gute ist, dass wir wenigstens dann zu deiner einen Aufgabe da hinkommen. Welche? Labarama, so, danke für deinen Raid. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und herzlich willkommen an alle, die jetzt vielleicht so reinschneien. Schneien. Warte doch mal auf mich, ey. Lauf doch nicht immer so. Weißt du, dank dir habe ich mir jetzt das Bein gebrochen, ey. Ich auch, geil. Hallo, Oh Gott. Escovlibur? Gott, ich hoffe, ich habe deinen Namen. Escovlibur wahrscheinlich. Also, soll es wahrscheinlich heißen, aber. Ich hoffe, ich habe deinen Namen wirklich richtig ausgesprochen. Wenn nicht, kannst du ja gerne schreiben, wie er richtig ausgesprochen wird. Dann versuche ich es zu verbessern. Ich hoffe, es geht dir gut. Und herzlich willkommen hier. Und hier ist der Gehstock, den wir brauchen. Für den wir extra hier wieder zurückgekommen sind. Was? Hier hinten. Hier. Nein, falsch. Ah, da, ja. Falsch. Wieso? Ein paar Leute vorbeigebracht. Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Das läuft jetzt aber nicht auf Zeit, ne? Nee, das läuft nicht läuft nicht auf Zeit, nein. Schon richtig wie Excalibur, nur mit einer englischen Kuh dazwischen. Ah, okay. Ah, Excalibur dann, ne? Kau? Ja, doch. Ah. Danke. Dann weiß ich es wenigstens. Ich bin bei Namen aufsprechen, ich bin grottig. Ich bin einfach nur grottig. Echt mal, du kannst nicht mal den Namen von deinem eigenen Sohn aussprechen.
Nö, warum? Ich nenne dich einfach nur Ey Du. Ich nenne dich immer Ey Hallo. Echt? Ey Hallo, jetzt kannst du mal warten. Ey Du, komm mal her. Lauf ja, schneller. No, kann nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell, ist das dein Ernst? Ja, ich bin älter als du. Was irgendwie unlogisch ist, weil du ja meine Mutti bist, aber naja. Ja. In Mittelerde läuft das alles ein bisschen anders. In Mittelerde läuft die Zeit rückwärts. Rückwärts. Rück. Das R muss rollen. Rollt das R. Oh Gott. Du musst nicht gleich daran sterben, weißt du? Ach so, dann ist ja alles gut. Ach du schon. Du brauchst noch diese Bühne, ne? Yep. Okay, dann laufen wir da direkt mit richtig mit hin. Richtig mit hin, aber wir laufen da erst so richtig mit hin. Ja, nicht so halb, sondern so richtig. Ja, so richtig mit Bam und Sach und Krach und Pack und... Ja. Oh, ja. Also wenn ich das nächste Mal mit Zina rausgehe, sage ich auch, komm, es geht mal so richtig mit raus jetzt. Hier, komm, bam, keine halben Sachen, richtig mit raus. Huch, scheiße, ich dachte, ich wäre drüber gesprungen. Ja, so eine Hecke ist schon hinderlich, ne? Also ja, ist eine Mauer gewesen, wäre ich nicht verstanden. Aber eine Hecke? Hallo, ab durch die Hecke. Jetzt auch den Film. Und das Spiel. Das Spiel habe ich gerade auf Gamecube gespielt. Ach ja, da war ja was. Hast du mir noch erzählt? Ja. Hast du durchgezockt mit deinem Freund, ne? Ja, zumindest glauben wir, dass wir es durchgezockt haben, weil wir keine neuen Missionen auswählen konnten. Dann hab das vielleicht... ja, also wir waren der Meinung, dass wir vielleicht einfach eine andere Gruppenkombi brauchen, um vielleicht andere Missionen zu spielen. Dem war aber nicht richtig so. Aber richtig, ne? Richtig durchgezockt. Ja. Also, so richtig durchgezockt. Mit richtig, ja. Mit richtig. Mit richtig viel, ach, ne, und so. Unter Bärchen. Wir müssen auf jeden Fall gleich deinen komischen schwarzen Reiter-Quest da machen. Solange es dunkel ist dann. Es ist ja noch nicht mal dunkel. Ja, aber bald. Kommt ja bald. Ja, bald. Hier, bist du, eine Bühlkröte. Ich hab die Ü-Pünktchen übersehen. Die Bühlkröte, das bist du. Sieht genauso aus. Ja, Ähnlichkeiten gibt es. Aber richtig, richtige Ähnlichkeiten. Mit richtig. Mit richtige Ähnlichkeit. Das werde ich dir so oft vorhalten. Oh, das kannst du gerne tun. Ah, hier ist deine komische Bühne. Du richtig bis zum Erbrechen. Ach. Oh, vielleicht habe ich einen großen Auftritt. Bitte nicht, bitte fang bloß nicht an zu singen. Das reicht mir, wenn du, wenn du zu meinem Geburtstag da kommst und singst damit machst. Das reicht dann schon. Nein, weg. Wow. Wunderschön. Das hat mich zutiefst berührt jetzt. Ich muss irgendwie Feuerwerk anzünden. Steht jetzt hier, zünde das Feuerwerk. Müsste in deinem Inventar, glaub, oder? Inventar oder irgendwo? Oder steht das neben deiner Quest? Ist da irgendwie so ein Kästchen? Da ist ein Kästchen. Ja, ein Kästchen. So dann, Kiste, dann, ja. Druck mal, dann druck mal bitte auf das Kästchen. Ne? Drück den Kasten. Aber richtig, ja. So. Wie, das war's? Das war's. Ich weiß nicht, was du leider noch tun sollst, aber... Spricht mit Adela Tuck. Und wo? Wo soll ich das denn wissen? Karte? Wahrscheinlich vielleicht? In Mordor, keine Ahnung. Ich gehe mal von uns in Michelwege, befürchte ich zumindest. Ja, wir machen jetzt erstmal das, wofür wir eigentlich hier sind. Warum sind wir hier? Bingo, Wasserau, Wasserau, Stock. Genau. Ja, Wasserau, Wasserau, ich weiß gar nicht. Wasserau, Wasserau. Wasserau. Man's aus? Genau. Wasserau. Zum grünen Drachen. Müssen wir.
Man kann immer aufhören, auf so einer hässlichen Flöte zu spielen, das klingt ja grauenhaft. Hallo, Bingo. Na, da seid ihr ja. Ah, schon wieder am Saufen? da seid ihr ja. Und ihr habt meinen Spazierstock mitgebracht. Sehr gut. Er wird mir bei der Wanderung sicher eine große Hilfe sein. Ich habe das Gasthaus zum Grünen Drachen aber nicht nur wegen des Biers aufgesucht. Auch wenn es sehr gut ist und ihr es probieren solltet. Nein, ich wurde von einigen neugierigen Hobbits verfolgt und bin hierher gekommen, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, wir sollten uns aus der Stadt stehlen und durch die Sümpfe um Froschmoorstetten schleichen, damit wir unbehelligt weiterziehen können. Treffen wir uns in Froschmoorstetten. Moment. Ich fasse zusammen. Nein, ich fasse zusammen. Er stand an der Straße, hat uns gefragt wegen seinem Stock. Er kann nicht gehen. Jetzt sitzt er hier und säuft sich die Hucke zu und wir haben seinen scheiß Stock geholt. Das habe ich richtig verstanden, ja. Ja, der Herr Buffen ist schon ein uriger Kauz. Ja, da hast du ganz recht. Da hast du ganz recht. Alter, der verarscht uns hier nach Strich und Faden. Der natzt uns und wir tanzen nach seiner Pfeife. Ne, ich lock mich gleich aus. Kannst du alleine machen, die Scheiße hier. Oh Gott. Mach das doch nicht, wenn ich trinke, ey. Ich sehe es doch nicht, wann du trinkst. Wo soll ich das denn wissen? Das musst du fühlen. Ja, ich fühle gleich, dass ich den Hobbit verprügeln muss. Aber richtig, ey. Ich prügel ihm die Scheiße aus dem Leib. Okay, gut. Froschmoorstetten wäre in der Nähe von deiner Quest auf jeden Fall. Es stimmt, wir müssen auch noch mal nach Lützeldinger irgendwann. Zumindest wegen der Briefe. Glaube ich. Oder? Warte. Nee, hier zeigt er es mir leider nicht mehr an. Schade. Okay, dann erstmal nach Froschmoorstetten. Busa. Dann kommen wir ja jetzt auch genau pünktlich zu deinem schwarzen Reiter. Ach, der hat doch keinen Bock mehr. Dieses Buch. Das war das Falsche. Das hier, Lützelbinge. In Michelbinge sind wir, meine ich, soweit fertig. Sofern Kaya da jetzt nicht noch was hat. Aber ich glaube, in Lützelbinge ist sowas. Ich sag nichts mehr. Ich muss lieber Spazierstöcke holen und so. Ich bin gerade beschäftigt. Jetzt brauchst du keinen Spazierstock mehr sammeln gerade. Ey, wir latschen, hol dir das Ding und der Wichser denkt sich, die holen das, siehst du nicht so auf mir in der Zeit ein. Ja. Dieser kleine Affenarsch, ehrlich. Ja, bäm! Sag mal, Alter! So richtig schön mit Elan, mit Elan runter. Aber richtig. Ja, aber richtig, ja. Aidarilia. Was ist los? Nichts. Hallo, Bingo. Ich glaube, wir sind die neugierigen Hobbits los, aber der Umweg, den ich gewählt habe, könnte sich nun als wenig hilfreich herausstellen. Ich hätte vor schon Kröten, müsst ihr wissen. Ihr bloßer Anblick lässt mich schon vor Angst erstarren und ich komme keinen Schritt weiter. Nein, sagt es nicht. Ich dachte, Froschmoor sei vielleicht nur ein eigenartiger Name. Ich wusste ja nicht, dass hier so viele dieser Biester leben. Schleimige, quakende Teufel. Könnt ihr einige der wilden Hügelkröten ausschalten, die hier unterwegs sind? Nur so viele, dass ich zurück auf die Straße kann. Ich wäre euch wirklich furchtbar dankbar. Will ich nehmen und einfach nur erwürgen und ersaufen und in die Scheiße tun, du kleiner Penner. Er will ins Moor gehen, jetzt beschwert er sich, dass sie Kröten sind. Ja. Ey, sag mal, der hat doch sein Gehirn weggekokst, ey. Hallo. Froh, dass ich auf 18 gestellt habe. Jetzt müssen wir diese armen Frische hier kaputt machen, weil der Typ zu blöd ist. Also ich habe alle vier. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ja, auch. Okay. Auch. Du redest mit dem, ich raste sonst aus. Ja, natürlich rede ich mit ihm. Aber du musst die Quest auch annehmen, ne? Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe noch etwas vergessen. Ihr werdet das nicht glauben, aber ich habe noch etwas vergessen. Ich bin raus. Selbstmord. Mach deinen Scheiß alleine. Tschüss. Petri Heil, der Berg ruft. Und tschüss. Da. Passiert schon 38. Oh
Gott, wie konnte ich das eigentlich verdrängen? Gott, was ein Wichser, ey. Fusa. Eine meiner Taschen habe ich bei mir, aber die andere habe ich vergessen. Oh. Könnt ihr schnell zu mir nach Hause laufen und sie holen? Ohne die andere Tasche komme ich nicht aus. Sie enthält sogar fast alles, was mich zu dieser Reise bewogen hat. Ihr habt genug der Code besiegt, dass ich es zurück zur Straße schaffen sollte. Ich werde weitergehen, während ihr meine Tasche holt. Wir treffen uns am Rand von Balkfurt, wenn es euch recht ist. Das Schlimme ist, wir müssen nach Balkfurt.